Hallo und willkommen zurück zu Mafia Definitive Edition. So, dann wollen wir mal weitermachen. Der Heilige und der Sünder 1932. Oh, liegt da viel Geld. Kleine Straße. Was? Oh mein Gott, wir haben gewonnen. Ach, das sind nicht wir. Oh nee, wir sitzen neben Pauli. Ich kann mir das bald nicht Mist. mehr leisten. Ja, Aber ich mir Glück. auch nicht. Ich brauche Ich das gebe dir Geld die auch. Chance für eine Revanche. Oh, das ist Kommen Sie zumindest mit, nett. Boss? Es geht ums Geschäft, Pauli. Jetzt machen wir mit. Einer unserer Männer beim Leichenbeschauer hat das geschickt. Die Leiche heißt Ghilotti. Ja. Erkennt ihr ihn? Ja. Klar. Eine der Ratten, die wir weggejagt haben. Wie kommt die Kugel in seinen Kopf? Durch eine Waffe. Haben ihn gekillt. Die Cops sollten dankbar dafür sein. Der Kerl war ein Vergewaltiger. Ja? Nun, er war auch der Sohn eines Stadtrats. Das Wenn ihr ist nicht Politiker gut. in Morellos Arme treiben wollt, geht das am einfachsten über tote Verwandte. Oh Gott. Es wird besser. Der andere Kerl im Wrack? Ja, der war tot, als wir ankamen. War das etwa der Neffe des Präsidenten? Zwei in den Kopf, Pauli. Du solltest deine Arbeit richtig machen. Der Er hat's lebt? geschafft? Ja, eine Woche in St. Mary's, aber er ist durchgekommen. Scheiße. Könnte einen von euch wiedererkennen? Ich Ja. weiß nicht. Vielleicht. Ziemlich sicher. Okay. Gut. Wir erledigen zwei Fliegen mit einer Klatsche. Na gut, gib Ghilottis mir die Beerdigung ist Klatsche. heute in St. Michael's. Sam, du bist auch dabei. Du sitzt hinten und hältst nach dem Glückspilz Ausschau. Wie erkenne ich ihn? Er hat sich gerade aus einem Autowrack gerettet. Gebrochener Arm. Schau nach einer Schlinge. Sam wird etwas Ablenkung brauchen, wenn er die Sauerei aufwischt. Tommy soll seinen Pinsel eintauchen? Ein Bordell? Ein Herrenclub, die Straße runter von St. Michael's. Der Don hat im Laufe der Jahre viel Geld dort investiert. Schick mich Okay. und Sam. Dennoch hat sich der Besitzer plötzlich entschieden, lieber mit Morello Geschäfte zu machen. So ein Soll ich ihn Arsch. an seine Verpflichtungen erinnern? Ja. Und dann jagt den Laden in die Luft. Okay. Wenn Morello unsere Kunden haben will, hinterlassen wir Krater. Ja, das Pass auf, nenne Tom. ich. Die Damen dort kennen Pauli und Sam schon viel zu lange. Sie kämen nicht mal durch die Tür, aber du gehst einfach rein. Okay. Was ist mit dem Manager? Kümmer dich vor Ort um ihn. Sollte eine Hure was sehen, dann ist sie gewarnt. Sobald er erledigt ist, gehst du rauf in sein Büro. Greift dir alles an Dokumenten und Geld und dann platzierst du den Sprengstoff. Wow, oh, klingt gut, klingt gut. Her mit dem und Sprengstoff. Die Explosion ist groß genug für eine Ablenkung? Ja, aber sei schlau. Schieß nur dann, wenn du absolut sicher bist. Tommy, da ist noch was. Eins der Mädchen informiert Morello über unsere Operationen. Bevor du den Laden hochjagst, musst du dich auch um sie kümmern. Na, das wird kein Problem sein. Tommy soll eine Braut umlegen? Mann, Frank. Das ist einfach Pech, dass Tom das machen muss. Aber wir müssen die Familie beschützen. Ja, alles für die Familie. Sie arbeitet in einem der oberen Räume. Ihr Bild ist im Ordner. Haben alle alles verstanden? Alles klar, Busch. Ja. Tom. Geht klar, Boss. Dann erledige das. Natürlich, wenn die Bezahlung passt. Jetzt gehen wir. Da hat aber jemand schlechte Laune. Alle haben schlechte Laune. Bin bis jetzt noch ganz gut drauf. Ich krieg endlich Geht explosive so Sachen. Wir uns dort. Das krieg ich auch noch hin. Hier kommandiert mich aber echt jeder rum. Wird Zeit, dass ich denen mal eine Lektion erteile. So. Hab gehört, du interessierst dich für knallige Sachen. Ja, das sieht doch gut aus. Silvester Feuerwerkskörper. Dankeschön. Einfach in die Brieftasche. In Und die Hemdtasche. Mädels von Onkel Vin, ja? Nicht heute, Vinny. Na gut, kriege ich keine Waffe. Schade. Oder hier ist doch auch noch ein bisschen Munition. Füll ich nach. Komm mal hier rein. Weißt du noch, als das Hotel Corleone richtig anständig war? Hier sind meine Waffen. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich kann die mitnehmen? Sag mir das doch einer. Und Waffe, nehmen wir den Revolver. Vielleicht auch den kleinen. Wunderbar. Wir sind gerüstet. 29 auf dem absteigenden Ast. Aber die Mädels sind immer noch hübsch. Und das ist gut für die.
Schade, dass wir heute keinen Arbeitsplatz mehr haben, wenn ich fertig bin. So, dann fahre ich mal. Bin ja der beste Fahrer, ist ja bekannt. Warte mal kurz. Ich muss dir noch was sagen. Oh je. Dem Mädchen. Michelle? Ja. Du musst sie nicht ausknipsen. Lass sie nur verschwinden. Kennst du sie? Ja. Ich war ein paar Mal bei ihr. Sie ist in Ordnung, Tom. Nur nicht so helle. Sie hat es nicht verdient, umgelegt zu werden, nur weil sie mir gern zuhört. Wird sie die Stadt verlassen? Wenn sie kapiert, was hier sonst blüht, ja, sie wird gehen. Hier sind 100. Gib sie ihr. Sie soll gehen, weit weg. Okay, Sam. Ich versuche es. Das ist alles. Dann mal los. Na gut, dann schauen wir mal, ob wir das Leben der Kleinen verschonen können. Die Rennstrecke, oder? Tom, wir werden nie mehr von ihr sprechen. Nie mehr. Ich habe dir alles gesagt und du hast zugehört. Und dabei belassen wir es. Okay. Na gut. Hey, aufpassen, wo ihr hinfahrt. Da passt echt niemand auf den Straßenverkehr auf. Finde die richtige Stelle und verhalte dich unauffällig. Der Manager hält sich für unantastbar. Du kannst einfach zu ihm gehen. Muss ich sonst noch was wissen? Nee, trödel nicht rum. Gilotti ist jung gestorben. Es kann also nicht viel zu sagen geben. Wenn die Bombe hochgeht, lege ich los. Okay. Das klingt doch gut. Dann mach mal so. So, nur nicht rumtrödeln. Welt. Du baust Scheiße und darfst in den Puff. Und ich darf auf einer Beerdigung für tja, dich aufräumen. Tja, das Leben ist unfair. Die Gerechtigkeit. Ich sehe da nur Arbeit. Wie professionell. Bring es diesmal zu Ende, ja? Okay, wir haben auch hier durchfahren können. Keine Ahnung, warum das Navi mich umlenken will. Die gleichen Lieder trällern. Letztes Mal schon. Die gleichen Lieder aus Kindertagen. Ja, du wirkst nicht besonders gläubig. Wegen der Beerdigung, Tom. Es wollen alle immer das Gleiche. Auf die Familie zählen und abdrücken. Ja, das ist nicht gut. Irgendwann gab es so viele Beerdigungen, dass ich nicht mehr hingegangen bin. Sie sind verdammt langweilig. Schade eigentlich. Bist jedenfalls immer passend dafür angezogen. Sehr das witzig, ist richtig. Tom. Schreib dir den auf. Danke. Mach ich. Ach, da war ich echt schön schlagfertig. Sind weniger langweilig. Da würde ich hingehen. Arbeitest du daran? Schätze schon. Gut. Polly kriegt es sowieso nicht hin. An dem würden die Bräute selbst nach einem Bad in Klebstoff nicht hängen bleiben. Er wird eine finden. Tom, seine eigene Mutter hat es aufgegeben. Nein. Und du solltest es auch tun. Lady, du kannst nicht einfach so ohne zu gucken über die Straße laufen. Also manche Menschen legen es drauf an. Genauso wie der Manager hier. Einfach den Zuhälter wechseln, so geht es aber nicht. Ich richte der Familie dein Beileid aus. Viel Glück. Ah, okay. Ja, das ist eher eine Kirche. Das stimmt, das war ja Missionsziel. Das war noch nicht der Puff. Wäre aber sehr interessant, wenn das gewesen wäre. Dann hätte er einen schönen gotischen Stil gehabt, obwohl wir sind in Amerika. Ich weiß nicht, ob gotischer Stil dann wirklich das Richtige ist. Es wäre eine alte Kirche. Hey, pass mal auf. Achso, das war Polizei. Naja, egal. Sollen trotzdem aufpassen. Total unauffällig fahre ich hier. Ein Glück ist der Puff in der Nähe von der Kirche. So, hier mit den Frauen. So, ganz viel Geld habe ich dabei und Sprengstoff. Rein da. Du benimmst dich da drin, okay? Hallo, Hübsche. Natürlich. Hallo, Hübsche. Interesse an Drinks? Oder Mädchen? Oder beidem? Beides. Und ich muss mit dem Manager reden. Ein Mädchen kann ich dir besorgen. Komm, such dir eins aus. Und ihr könnt euch oben besser kennenlernen. Ja, das Keine klingt doch nett. Nimm dir einen Drink. Entspann dich. Und genieße es. Hey, guten Tag, Sir. Hallo. Ein Bier, bitte. Ich brauche den Manager. Hier durch zur Lounge. Sie gehören zu unseren neuen Geschäftspartnern, ja? Mhm. Bist du Michelle? Warum kaufst du mir nicht einen Drink? Weil ich eine andere Lady suche. Kennst du Michelle? Sag mir nichts, Baby. Ich bin neu hier. Schade. Michelle, du bist doch Michelle. Was macht so ein hübsches Kerlchen an so einem Ort?
Ich suche nach einer Michelle. Die hat oben zu tun. Ich aber nicht. Ja, dann werden wir halt oben gemeinsam Spaß haben. Töte den Manager in der Lounge. Wir wollen aber erstmal nach oben. Entlang, Süßer. Nee, ich suche nach einer Freundin, Michelle. Aber sicher, komm mit und erzähl mir von ihr. Ein andermal vielleicht. Nur reden. Weißt du, das höre ich. Unterhalten wir uns oder was? Im Moment nicht. So, komm mal irgendwie nach oben oder hier rein. Michelle, bist du Michelle? Du bist nicht Michelle. Na, wo ist sie denn? Die weiß bestimmt Bescheid. Kennst du eine Michelle? Nie gehört. Alle Mädchen sind unten. Mir wurde doch gesagt, dass sie oben sind. Was soll denn das jetzt? Michelle. Wo bist du? Anscheinend nicht hier. Sieht aber auch nett aus, das Zimmer. Hab mir Puffs immer anders vorgestellt. So, hier ist niemand drin. So, da wird der Manager sein. So behandelst du Frauen? Würdest du so deine Mutter behandeln? Nein, bitte! Tja, ein Stecken in den Kamm aus dem Nichts. Wer bist du denn? Hallo? Tut mir leid, hab's nicht so gemeint. Wer war denn das? Was ist los hier? Bist du Michelle? Hallo? Wieso kann ich mit niemandem interagieren? Leute, was ist los hier? Coronel Corleone Hotel. Okay. Michelle? Hallo? Nicht Michelle. Na gut. Da oben ist vielleicht Michelle. Wer kann das schon so genau sagen? Das ist aber nicht gerade das feinste Benehmen, was ich da an den Tag lege. Ich könnte zumindest schauen, ob die Tür offen gewesen wäre. Wieso wird es jetzt so dunkel? Ein Glück ist das nicht getimt. Ich bin echt schlecht im Leute suchen. Verschwinde hier, sofort! Entschuldigung! Entschuldigung! Falscher Alarm. So, wo geht's denn nach oben? Wo wird man mich loben? Kann doch nicht so schwer sein, in einem Hotel eine Treppe zu finden. Wir kommen doch von einer. Finde Michelle in Zimmer 208. Woher weiß ich das jetzt? Da ist die Treppe. Na gut, dann wollen wir ihr mal sagen, dass sie sich aus der Stadt verdünnisieren soll. Was liegt denn da? Da liegt ein Hinweis. Michelle, Room 208. Stand es auch auf der anderen drauf? Ist ja interessant. Ist mir gar nicht aufgefallen. Was haben wir hier? Da ist irgendwie ein komisches Symbol auf der UI. Hey, was machst du? Du darfst hier nicht rein. War das falsch? Entschuldigung. Vielleicht triggert's ja jetzt was Besseres. Hi, Michelle. Au, nicht werfen. Michelle? Was willst du? Heißt einer deiner Stammkunden Sam? Vielleicht. Viele Kerle heißen Sam. Du kennst ihn. Arbeitet für Don Salieri. Vielleicht hat er dann und wann Geschäftliches ausgeplaudert. Und vielleicht hat dir Don Morello Geld für Informationen gegeben. Nein, Sam vertraut mir. Ich sage nichts, das weiß Nun, er. Nun, der Don verliert viel Geld. Weil jemand die Klappe nicht halten kann. Machst du das? Ich habe nur mit ein paar von Morellos Mädchen getratscht. Es war keine Absicht. Entschuldigung. Ich werde nie mehr etwas ausplaudern. Ich weiß. Entschuldigung. Tut mir so leid. Mach doch nichts. Du hast Angst, ne? Gut. Vergiss nie, wie sich das anfühlt, solche Angst zu haben. Nur einen Schritt vom Abgrund entfernt zu sein. Denn wenn du dich je wieder in dieser Stadt blicken lässt, finden sie dich mit zwei Kugeln im Kopf. Hast du das kapiert? Und wann geben wir ihr jetzt das Geld? Du hast Glück, Sam hat ein großes Herz. Zieh dich an und hau ab, der Laden geht gleich hoch. Ah, so reagieren
alle Frauen auf mich. Zumindest das Wein, nicht das Bedanken. Na gut. Schade um die restlichen Leute hier. Was haben wir da? Michelle, Notiz lesen. Michelle, du wirst morgen den ganzen Tag mit Morellos Jungs in Zimmer 208 sein. Ich werde unten in der Lobby sein und sie hochschicken. Sie bekommen, was sie wollen und so viel sie wollen. Wenn du Probleme machst, verlierst du deinen Platz. Es gibt genügend Mädchen wie dich. Komm in diesem wunderbaren goldenen Negligé in mein Büro im obersten Stock, wenn du meine Meinung ändern möchtest. Na gut. Da ist ein ganz schön schmieriger Schleimbolzen, der Manager. Ich glaube, wir sind hier relativ unentdeckt im Moment. Genauso wie die Treppe. Kann doch nicht sein, dass ich hier keinen Orientierungssinn habe. So, auf zum Manager. Hoffentlich hat der von dem Tumult oben nichts gehört. Ach, bestimmt nicht. Polizei wird auch noch nicht gerufen. Ey! Na gut. Wieso schießt ihr denn alle auf mich? Seid doch nicht so unfreundlich. Und von wo schießt du überhaupt? Ich sehe nichts. Da ist einer. Nein! Bleib doch in Sicht. Ja, aber nicht gut. Jetzt habe ich dich gut erwischt. Wer schießt noch? Doch nicht der Barmann. Gut. So, Mr. Manager. Wer hat hier wen im Visier? Wer hat hier wen im Visier? Aber wo rennt der denn hin? Boah, du hast aber krasse Moves. Was für Cops? Wer will Cops rufen? Nein, lass das. Looten und Gesundheit. Alles, was ich ans Spiel mag. Jetzt müssen wir doch nach oben. Na gut, das kriege ich auch noch hin. Hoch mit uns, würde ich sagen. Einfach wieder hoch mit uns. Ich sollte ja noch irgendwie Geld ausräumen. Wo liegt das Geld denn rum? Die Notiz ist nicht. Nicht wichtig, glaube ich. Kommst du da durch? Nö. Wieso schießt denn jeder auf mich? Und das haben wir hier. Ein kleines Lager. Hallo? Wo seid ihr, Jungs? Da. Bleibt doch mal stehen, sonst treffe ich doch nicht. Kommt hier tatsächlich jetzt die Polizei? Das wäre nicht gut. Noch ist sie nicht da. Nein! Okay. Hab dich auch. So, zum Büro des Managers. Steht mir nicht im Weg, Jungs. Oh. Du bist ja noch ganz nackt. Du bist tot. Sag das doch früher. Nachladen, nachladen, nachladen. Bisschen Gesundheit wäre auch nicht schlecht, aber das klärt sich schon. Boah, hab ich den nicht gesehen. Ich sollte meinen Monitor echt mal heller stellen. Das kriegt man hin. Aber so wäre es wahrscheinlich schon realistisch gelaufen. Die Mission hab ich nicht gut angefangen. Aber jetzt geht's darum, sie gut abzuschließen. Das kriegt man hin. So, jetzt einmal fortsetzen. Du bist erledigt. Sag ich doch. So, meine schöne Bleipuste. So, dann noch einmal Gesundheit aufnehmen. Wo hängt sie denn? Ah, auf der Rückseite. Müsste hier sein. Ja, ist auch hier. Okay. Bei bester Gesundheit. Dann wollen wir mal hoch. Jungs, wo seid ihr? Ich weiß immer noch nicht, wie man sich deckt. Ah. Control. Wer hätte das gedacht? Ich mag Schrotflinten.
aber die sind so schwer zu treffen. Nicht die Schrotflinten, sondern die Gegner. Überraschend schlüpfrig. Stehen bleiben. Boah, wie hat der sich da rausgemogelt? Der schießt einfach hinter dem scheiß Ohrensessel her. Das ist doch nicht fair. So, und dann gehen wir vielleicht hinten rum. Überrasch mal die wieder. Ich brauche eh ein bisschen Nachschubmunition. Hier liegt doch genügend Munition für Tage. Zumindest für 18 Leute. Nochmal Munition. Okay, hat nicht mehr gebracht. Schade eigentlich. Und... Und... Aha. Wie kommst du so schnell wieder da vorne hin? So. Oh, eine Kasse. Können wir die ausrauben? Schade anscheinend nicht. So, dann muss ich wieder die passende Tür finden. Da ist sie doch. Und sagt nichts. Also manche Türen sind unfreundlich. So, Schrotflinte. Damit unsere Gegner schön tot werden. Wo sind sie? Boah. Selber Arschloch. Boah, die haben mich beinahe wieder. Haben wir hier nochmal ein Helf-Item? Nein, das ist gerade nicht. Das ist gerade Verschwindibust. Ach Mist. Da muss ich einfach besser treffen. Keine Ahnung, ob mir das gelingt. Wir probieren's. Also ich gehe relativ unprofessionell an die Sache ran. Das gefällt mir nicht so. Aber man muss in dem Mafia-Leben auch mal machen, was einem nicht gefällt. Ja, das war nicht die bessere Position. Nein! Hab doch kaum Leben mehr. Dann suche ich mir eine bessere Position. Wo seid ihr Jungs denn? Da ist doch einer. Und da vorne? Vielleicht? Jemand hier? Hallo? Jemand ist oben? Vielleicht wieder auf der Treppe? Da ist keiner. Nein, ich gehöre niemandem. Boah. Ja, du bist getroffen. Ich bin auch schmerzlich getroffen. Hui, das war knapp. Noch wer hier, der aufs Maul will? Ich denke mal nicht. Da habe ich gut gemacht. Nein, schnapp die nicht. Lasst ihn am Leben. Er hat euch nichts getan. Nein! Nicht schießen! Schnell nach unten! Huiuiui! Kurz mal regenerieren. Hier ist doch Gesundheit. Das ist doch wunderbar. Wo ist hier? Ich glaube links daneben. Da! Rein mit uns und ins Badezimmer. Ein Glück haben wir hier so potente Erste-Hilfe-Kästchen. Ach, wunderbar. Uns geht's wieder Premium. Das ist schön. Ich stelle mich aber echt scheiße an. Tja, keine Ahnung, was du gesagt hast, wird dir nichts bringen. Keine Ausreden mehr. Natürlich tut es weh. Das ist eine Schusswaffe. Das tut ihr anderen Leuten an. Bin da. Muss nachladen. Bist du tot? Muss kurz nachladen. Dann geht mal in Deckung. Wird euch nichts bringen. Au, 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 au. Wo ist denn der Rest von euch? Hat der eine MG? Wieso ist der jetzt hochgegangen? Ich will doch nur die Waffe kurz wechseln. Aha.
klarer Kopftreffer. Was jetzt? Stirb mal. Du blutest auch. Relativ viel sogar. Lass das mal vom Arzt untersuchen. So. Dann schauen wir mal. Wo sind sie denn? Da kommt einer. Nachladen. Da ist er doch. Also die Bleipuste ist echt nicht so gut. Haben wir ihn erwischt? Hat gar keinen schönen Hitmarker gegeben. Na gut. Aber ich denke mal, wir sind am Ziel angekommen. So, schön alles mitgehen lassen. Mitgehen lassen. Notiz lesen. Sehr geehrter Mr. Coletti, ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich unseren Termin letzte Woche verpasst habe. Ich musste mich kurzfristig um Familienangelegenheiten kümmern. Leider Ihr Ergebener Howard Davis, Manager Hotel Corleone. Na gut, nicht so wichtig. Komm, da wird doch mehr Geld hier drin sein. Und die Lines voller Koks, wer war das? Von... Wieder Howard Davis. Ah, sehr geehrter Mr. Morello. Diese Personen können von Interesse sein. Ich habe ihre Daten, falls sie sie brauchen sollten. Diverse Stadträte und ein Kongressabgeordneter. Hochrangige Beamte des Bundeszentralamts für Steuern. Der stellvertretende Direktor des Strafvollzugswesens. Mitglied der Beschwerdekammer. Der Leiter der Prohibitionsabteilung beim LHPD. Außerdem mögen einige Geschäftspartner von Salieri unsere Mädchen und plappern viel. Wir haben immer ein offenes Ohr für ihre Interessen. So ein Arsch, dem sein Hotel jage ich hoch. So, wo muss ich es platzieren? Direkt auf dem Schreibtisch. Dann aber raus hier. Und zwar pronto. Oh oh. Ich könnte mich im Hotel verstecken. Oh, Moment. Das geht hier hoch. Verdammt. Ich könnte mich als Gast ausgeben. Muss nur schnell eine Erektion kriegen. Das schaffen wir nicht. Ein Versuch ist es wohl wert. Komm schon. Ah, hätte man nicht so lange gebetet, wäre das nicht gut gegangen. Tja, hat doch alles geklappt. Und die Explosion war nicht groß genug. Ich dachte, das ganze Hotel stürzt ein. Wer ist hier erledigt? Komm her? Nein, als ich vom Himmel gefallen bin. So. Muss ich hier hoch? Ich dachte, ich muss da runter. Nee, anscheinend hoch. Vielleicht holen mich meine Freunde mit einem schönen Helikopter ab. Das gibt's wohl noch nicht in dem Spiel. Sehr. Schnappt ihn, bevor er wieder unten ist. Wieso sind hier überhaupt Gegner oben? Bin doch nicht in 1,80 groß. Bin ganz kleiner Zwerg. Nein, nicht runterholen. Er schießt. Ich sehe nur schießende Backsteingebäude. Da vorne habe ich einen gesehen und da ist doch einer. Tja. Die Polizei und da hinten... Ist, glaube ich, nicht gut, mit der Polizei eine Schießerei zu machen. Das mögen generell Mafiosis auch nicht. Weil dann geht's ihnen richtig an den Kragen. Ich bräuchte sowas wie Granaten. Entschuldigung, du warst mir einfach im Weg. So, schön mal nachknipsen hier. Ihr braucht eine bessere Taktik, Jungs. Ich seh dich auch. Und ich hab dich. Jetzt bist du dran. So. Ah, der Revolver ist doch gar nicht so schlecht. Vor allem schießt der richtig schnell. Au!
Mach doch sowas nicht. Boah, erstmal bisschen entspannen. Gut für die Gesundheit. Zu viel Stress tut uns nicht gut. Das Arbeitsumfeld ist schon stressig genug. So, das sieht richtig aus hier. Komm rüber mit deinem Arsch. Wir können uns verkleiden mit den Handtüchern. Dachte, ich soll springen? Okay. Komm, also das schaffst du jetzt. Nicht auf die nächste Explosion warten. Schneller. Und wirf die Leiter runter. Ja. Ich hätte sie zu mir gezogen. Vielleicht besser als runterwerfen. So. Wieso sind wir jetzt in der Kapelle? Und ihr habt eure Jungs verloren. Das ist doch viel schlimmer. Schickt alles, was ihr zu bieten habt. Ich hab, glaub, noch 10 Schuss Munition insgesamt. So. Dann bin ich richtig außer Atem und Blut verschmiert. Ist doch passend für eine Beerdigung hier. Na dann, auf zur Trauergesellschaft. So wie wir auch fallen, im Tode können wir Erlösung finden. William, hier war ein Sünder, ja. Aber er war auch ein liebender Sohn. Ein beschützender Bruder, ein loyaler Freund. Und deshalb beten wir, dass seine Seele Erlösung findet. Und jetzt möchte einer von Billys engsten und teuersten Freunden ein paar Worte sprechen. Oh. Vielen Dank, Vater. Ich wollte meinen Respekt erweisen. Billy, ich habe... Komm schon, gesagt, den erschieß mal auch noch. Du warst wie ein Bruder. Du hast mir so auf den Arsch gerettet, wie es übel aussah. Ich weiß nicht, wie ich... Was? Moment. Was machen Sie da? Das ist der... Schieß doch! Hat Billy umgelegt. Schießerei in der Kirche. Ich mach meinen Boss heute nicht glücklich. Ich hatte keine andere Wahl. Ja, mit der Zeitung. Mit dem Magazin. Nein. Ja, doch nicht. Der ist schwer verwundet. Ja, getroffen. Komm her, Billy. Nicht Billy, der andere. Bin nicht mehr unten. Bin oben. Schießt der Priester auch auf mich? Boah, wie soll man die denn sehen? Ah, du brennst. Sehr. Ausgebrannt. So fühle ich mich auch. Komm schon, ich hatte ihn. Nein, gerade beim Nachladen erwischt. Weiß ich doch nicht. Ich hab gerade ein bisschen Spaß bei der Mission. Hab noch nie in der Kirche irgendwas schießen müssen. Kann ich nicht runterspringen? Oh, ich glaube, das bringt schon was. So, voll auf die Beine. Was haben Sie getan? Mord im Hause Gottes. Ja, passiert. Das waren Kriminelle, Vater. Diebe. Vergewaltiger. Mörder. Gott hätte sie aufgenommen, hätten sie um Vergebung gebeten. Kann er ja jetzt noch. Dieser Männer hätte Erlösung durch Arbeit mit Bedürftigen gefunden. Welche auch nur ein Leben gerettet. Glaub, den Priester dürf man nicht am Leben lassen. Du Bastard. Wie kannst du noch laufen? Wenn du ablegen willst, mach das besser schnell. Bitte kein Blutvergießen mehr. Tut mir leid, Vater. Verstehen Sie es als göttliche Vergeltung. Ah, da bist du ja. Bisschen zu spät. Sind wir jetzt quitt?
Ja. Klar. Fürs Erste. Für Ihre Mühen, Vater. Ich will dein Blutgeld nicht. Ihres wollten Sie. Macht für mich keinen großen Unterschied. Das sollte reichen, um die Einschusslöcher zu stopfen und Sie ruhig zu stellen. Wenn die Cops kommen, sagen Sie denen, dass die Schützen einen Ostküstenakzent hatten. Nicht aus der Stadt. Ja? Ich trau dem Priester nicht. Ich werde gar nichts sagen. Gut. Wäre traurig, wenn wir zurückkommen müssten. Echt, wir lassen den am Leben? Und wo zur Hölle warst du? Kaum war ich in der Kirche, haben sie mich erkannt. Sind mir gleich rausgefolgt. Wo sind sie jetzt? Gleicher Ort wie die ganzen Typen. Lass uns abhauen. Lesen Sie alles hier. Nein, schnapp die nicht. Der Rest von Ihnen, da drüben. Mensch, das ist ja richtig schief gegangen. Wozu weitersuchen? Sehr gut. Rein in den Leichenwagen. Taxi. Kann man fahren? Verdächtiger flieht in einen Leichenwagen. Wiederhole, Leichenwagen. Ja, mein bietet sich ja an, nach dem, was wir gerade getan haben. Werden da einige von diesen Fahrzeugen unterwegs sein müssen? Vorsicht, die Polizei ist verrückt geworden. Die schießt auf Unschuldige. Oder wir fahren bald hinten mit. Nein, Motorradfahrer. Hui, der hat's gerade so geschafft. Ist das nicht schön? So, dann wollen wir hier mal nach rechts. Oh, der Leichenwagen fährt sich überraschend gut. Die Cops sind sauer. Ja, Riesensauerei. Aber alles ist erledigt. Alles? Ja. Alles. Ah, wir fahren in die falsche Richtung. Das ist natürlich dämlich. Wir schauen, dass wir die nächste links runternehmen. Ich glaube nicht. Die müssen alle Cops der Stadt gerufen haben. Ja, man bekommt den Eindruck. Entschuldigung. Entschuldigung. Was damit trotzdem noch losbekommen? Heute werde ich aus dem Gedächtnis streichen. Wem sagst du das? Oh, 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 oh. Da ist nochmal Polizei. Hoffentlich verdächtigt die uns nicht. Ein Glück haben die ein kurzes Kurzzeitgedächtnis, da sie den ramponierten Leichenwagen hier nicht anhalten. Wow. War ich schlecht bei der Mission? Das war eine meiner schlechtesten Missionen bisher. Wie ich mich angestellt habe. Naja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Vielleicht vergesse ich solche Missionen auch immer danach. Ich hätte jetzt ganz gern ein anderes Auto. Einfach mal wechseln. Und vielleicht ein bisschen freundlicheren Radiosender. Oder am besten gar kein Radio. Und Munitionsnachschub brauche ich auch. Menschenskinder, ist da alles schief gelaufen. So ein Bockmist. Hätte man das anders lösen können? Ich glaube fast nicht. Hätte es jetzt einen Unterschied gemacht, hätte man den Priester auch noch erschossen. Ich weiß, das ist so die... Nochmal die höchste aller Sünden, aber... Ganz ehrlich, nach dem, was mein Charakter da angestellt hat... Einer mehr hätte jetzt auch nichts mehr an der ewigen Verdammnis gerettet. Ich kann es ja später beruhigen. Boah, Mafia-Zeiten waren schon relativ hart. Skrupellos, kann man da nur sagen. In Spielform aber mal ganz interessant. Ich fühle mich trotzdem ein bisschen schlecht gerade und das habe ich selten. Auch wenn ich mal einen bösewichtigeren Bösewicht spiele, aber trotzdem, so wie das gelaufen ist, fühle ich mich gerade nicht gut. Ah... Sehr gut. Und der Leichenwagen ist jetzt auch in unserer Garage.
Ich dachte, du hättest genau dasselbe für mich gemacht. Ja, der Boss wird uns jetzt umbringen. Wenn man so nah dran ist, draufzugehen, das ist schon was anderes. Wollen wir uns jetzt küssen? Denk einfach nicht drüber nach. Ich werd's versuchen. Denk am besten über gar nichts nach. Ich glaube, das könnte nicht sehr hilfreich sein. Gut, Kapitel abgeschlossen. Der Heilige und der Sünder hieß es. Ja, der Titel macht Sinn. Na gut, dann würde ich sagen, wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.